Hallo und willkommen zu einem kleinen Unboxing der Jagged Alliance 3 Tactical Edition oder der Collector's Edition zu Jagged Alliance 3. Angekündigt am 4. Mai 2023, also etwa 2 Monate vor Release. Ich habe mir die auch gleich bestellt. Die gab es auch nur in einer Auflage von 750 Stück und die wurden auch nur über europäische Händler verteilt. In den USA war die gar nicht zu bekommen. Nachträglich hat THQ Nordic dann in ihrem eigenen Store nochmal 200 Stück angeboten, alles für 130 Euro. Mittlerweile sind die aber komplett ausverkauft. Falls ihr also da noch Interesse habt, müsstet ihr leider auf eBay schauen und da einen Aufpreis bezahlen. Ich meine, ich hätte da was für 150 Euro gesehen. Ist noch ein halbwegs humaner Preis, aber ich schätze, das kann dann nochmal schnell teuer werden. Ich hatte den Key zum Release schon von THQ Nordic zur Verfügung gestellt bekommen. Deshalb kann ich es mir erlauben, jetzt erst das Unboxing zu machen. Das habe ich mir aber für mein eigenes Geld gekauft. Und jetzt werden wir mal uns die Collector's Edition oder die Tactical Edition anschauen. Und dann mal schauen, ob die ihren Platz hier in meiner Jagged Alliance Sammlung verdient hat. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Aha. So, ja, kann man sehen, also das hier hat ein bisschen gelitten. Die Füße kann man hier schon sehen, die gehen aber auch ein bisschen durch. Ansonsten, ja, ist eine ganz nette, ja, Box aus Plastik. Das hier ist ein bisschen gummiert, würde ich sagen. Kann man jetzt hier vielleicht auch so ein bisschen sehen, wie das hier mit den Abdrücken sich, ja, kann man vielleicht auch hören. Ich habe die Befürchtung, dass das hier so nach 10 Jahren sehr eklig werden könnte. Wir haben hier oben, was steht denn da? Auto Pressure Release. Ah ja, okay. Mit diesem Drumherum sieht das natürlich schon auch ganz nett aus. Also, naja, das ist natürlich multilingual. Game Soundtrack, Limited Media, Book, AIM Pin, Tactical Belt Pouch, Character Cards und Heavy Duty Tactical Belt. Und dann auf der anderen Seite, was haben wir hier? Ein Outdoor Case, ja, das haben wir schon mitbekommen. Internet Connection Required for Activation und hier unten ist auch nochmal das Team-Logo. Das Land Grand Chien versinkt im Chaos, als der gewählte Präsident entführt wird und eine paramilitärische Organisation die Macht ergreift. Heuere einzigartige Söldner an, erkunde eine riesige offene Welt, triff wichtige Entscheidungen und kämpfe in knallharten, rundenbasierten Gefechten in diesem würdigen Nachfolger von Jagged Alliance 1 und 2. Gewalt, belastende Themen. Ja, sehr belastende Themen. Okay, ab 18. Na gut, dann werfen wir doch mal einen Blick in das Teil hinein. Ja, es sieht schon, ich sag mal, etwas unspektakulär aus, so. Okay, dann gucken wir mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Schnallending. Das sieht an sich ganz cool aus. Und das hier ist auch Metall, das ist kein Plastik. Okay. Ich glaube, dafür habe ich erstmal so direkt keine Verwendung, aber wir werden mal schauen. Dann haben wir diese Tasche. Mhm. Ja, sieht auch sehr nett aus. Das ist da durchgestitchelt. Okay. Dann haben wir unseren AIM-Pin. AIM. Dann haben wir hier die Character Cards. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Und dann hier das Spiel. Das ist die 492 von 750.
wir haben hier auch nochmal die Zusammenfassung. Dasselbe wie quasi hinten auf der Box steht. Und ich glaube, na, hier haben die doch auch noch gesagt, dass da ein Soundtrack drauf sein soll, oder was war das? Ja, Game and Soundtrack auf CD, also das müsste dann da auch noch drin sein. Okay, dann machen wir das mal auf. So. Ein Mini-Artbook. Okay, hier haben wir dann die Spiel-CD, nehme ich an. Das ist eine DVD. Concept Arts. Das dürfte Ernie sein. Das ist auch Ernie Island wahrscheinlich. Das ist ein Bunker dort. Das Fort aus Ernie Island, genau. Und das ist der Bunker. Hier sehen wir auch nochmal Raven. Dann haben wir hier den Steroid. Ich glaube, das ist Wolf. Buns. Das ist einer der Hauptmenü-Screens. Das war es dann auch schon. Ein sehr kleines Artbook. Und wir haben noch den Official Soundtrack. Und da konntet ihr jetzt im Hintergrund schon was von hören. Die Tracks werde ich jetzt einfach für das Video entsprechend auch benutzen. Dann hören wir uns mal jetzt Biff's Call an. Okay, also ein sehr mini Artbook. Und dann haben wir hier die Karten. Wir haben hier den Len Anderson. Ich werde jetzt hier aber nicht alles vorlesen. Da sehen wir auch noch die Signature Quote und das Spezialtalent. Dann haben wir Forder. Das ist ein neuer Charakter. Und das ist eine Peshmerga. Shadow, der ja auch ziemlich bekannt und beliebt ist. Dann haben wir den Scully, Robert James Scully Sullivan. Das war einer meiner Lieblingscharaktere in Jagged Alliance 1. Die anderen waren, ich würde sagen, Jimmy und Speck vielleicht. Die gibt es aber leider hier so nicht mehr. Dann haben wir den Earl Magic Walker. Da gab es ein bisschen Diskussion um seinen Hut. Okay, dann haben wir den Gus Torbals. The name's Gus Torbals. Der ist mit Jagged Alliance Deadly Games dazugekommen. Das war da der Auftraggeber. Tango Down. Grit ist eine neue Mechanik in Jagged Alliance. Das sind quasi so temporäre Hitpoints. Dann haben wir den Hitman. Der hat eine der größten Änderungen durchgemacht von Jagged Alliance 2 zu 3. Der ist nämlich ein bisschen alt und dick geworden. Deshalb, ich glaube, Beweglichkeit oder Geschicklichkeit noch weiter verloren. Bei den anderen sind die Werte überall ziemlich identisch. Es gab, glaube ich, noch einen anderen, vielleicht Len. Achso, und Maus, da kommen wir gleich noch zu. Den Tex Colburn, ja, der ist auch aus Jagged Alliance 1. Der kam in Unfinished Business wieder zu Jagged Alliance 2 quasi dazu. Und jetzt hat man den auch wieder aufgegriffen. Der ist aus der Filmkarriere wieder ausgestiegen und wieder zum Söldner geworden. I wanted to make movie about Terminator Cowboy, but producers say Yul Brynner already did. Natürlich den Ivan, der immer mal wieder Proto-Charakter für Jagged Alliance ist. Ivan Dolvich und UC Igor, ja, ein spezielles Talent, was auf seinen Neffen zugeschnitten ist. Dann haben wir den Helmut Grunter. Das ist ein Deutscher und der ist extrem nervig in der Version. Ich weiß nicht, ob das auch schon bei Jagged Alliance 1 und 2 so krass war. In der englischen Version, in der deutschen hat man davon nichts gemerkt. Aber der spricht halt ungefähr so wie ein Deutscher aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg mit Wörtern, die im modernen Deutsch kein Mensch verwenden würde, mit Liebchen. Und der redet halt immer nur zu von seiner Mutter. As Mother always likes to say, there are very few problems a machine gun cannot solve. Das ist echt super cringy. Norma Meltdown Jessup. Ist ein bisschen Psychopathin, aber die ist der Frau vom Entwickler von Jagged Alliance nachempfunden. Das stammt ja ursprünglich, oder hat ja auch mitdesignt, der Ian Curry und seine Frau Linda Curry. Und das ist der Linda wohl nachempfunden. Dann haben wir den Keith Blood Hansen. Das ist ein super Messerwerfer. Der hat seltsamerweise im Ingame-Modell hat er komplett weiße Hautfarbe. Ich weiß nicht, das erinnert mich immer so ein bisschen an. Der sieht auch so aus wie bei Tropic Thunder, der Typ. Some of us might not make it back.
den Thor, den Berliner, der ist noch mehr so auf einen Drogentrip gegangen und der stellt spezielle Kräuter, spezielle Medizin her, auch eine sehr starke Fähigkeit. Den Fiedel, quasi neben Ivan wohl der zweite so Proto-Charakter, Sprengstoffexperte, super teuer und Psychopath. Dann haben wir einen neuen Charakter wieder, Kalina, eine Ukrainerin. Leider ist das aber die dümmste im ganzen Spiel. Die hat am wenigsten Weisheit und kann super schlecht lernen, hat aber eine verhältnismäßig starke Fähigkeit, womit die einfach durch Rüstung durchschießen kann. Dann haben wir Livewire. Das ist, ich glaube, eine Pakistani, ja, eine Hackerin, hat hohen Mechanik-Level, hat eine sehr starke Fähigkeit, ist aber auch ziemlich nervig. Von der Stimme her sehe ich die so aus Mischung zwischen Ira und Imuen aus Baldur's Gate. When is my 15-minute break? Dann haben wir den Yuri Omrin, auch ein neuer Charakter. Das ist auch ein Russe, aber einer, der aus irgendwie ganz weit Sibirien kommt und mehr so naturverbunden ist. Dann haben wir Maus. Das ist wahrscheinlich so die größte Überraschung an Charakteren in Jack the Lions 3 gewesen, weil das ein Charakter ist, der kam mit Deadly Games dazu und war dann bei Jack the Lions 2 wieder weg. Die hat als große Änderung eben durchgemacht, dass die viel mehr Medizin bekommen hat, als sie es ursprünglich hatte in den Deadly Games. Und die kann durch gegnerisches Overwatch durchlaufen, ohne dass sie das triggert. Natürlich Fox darf nicht fehlen, auch ein sehr starkes Talent für Kampferöffnungen. Steroid, das ist so eine Mischung aus Duke Nukem und Arnold Schwarzenegger. Everyone's a hero in their own way. Just not everyone has my mighty biceps. Just look at them. Das ist halt sehr, sehr langsam mit sehr wenig Agilität. Und hier haben wir nochmal eine Übersicht von allen Charakteren. Und das war dann auch schon die Tactical Edition, die Collector's Edition. Ja, ist ziemlich genau das, was man natürlich schon gesehen und erwartet hatte aus der Ankündigung. Und es gab eben auch keine großen Überraschungen, wie beispielsweise, dass ich auf der einen Seite gesagt hätte, boah, das ist aber eine tolle Qualität, oder das ist ja ein super Inhalt, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet, wie beispielsweise bei dieser Wasteland 3 Collector's Edition, die wirklich hervorragend war. Auf der anderen Seite war aber auch nichts dabei, wo ich mir gedacht hätte, boah, das ist aber billig, das geht ja gar nicht, wie beispielsweise bei dieser Dragon Age Origins Collector's Edition Steelbook-Version hier, wo eine Karte bei war, die schräg bedruckt ist und bei der die Schrift auch nicht zu lesen war. Also das geht halt gar nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht ganz perfekt. Da unten die Schrift war ein bisschen schräg und das scheint auch ein Serienfehler zu sein, wobei es bei mir jetzt ein bisschen schräger ist als bei anderen Leuten. Aber optimal ist das natürlich nicht. Bei dem Griff, der so ein bisschen gummiert ist, weiß ich halt nicht, wie das sich in 10, 15 Jahren ausgeht, ob das dann sticky wird. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, da kann ich keine Qualitätsanalyse machen. Aber insgesamt würde ich schon sagen, bin ich mit dem Inhalt für die 130 Euro ganz zufrieden. Und ich bezahle auch lieber 130 Euro für so ein Ding gegenüber einer 220 Euro Collector's Edition von Cyberpunk 2077 beispielsweise oder 260 Euro für eine Baldur's Gate 3 Collector's Edition, wo man dann eben so ein Hoshi hat und dann wieder nicht weiß, wohin denn mit dem Ganzen. Ja, ich habe jetzt hier entsprechend Plätze in meinem Sammlungsschrank, wo ich sowas hinstellen könnte, aber selbst ich kriege halt meine Collector's Editions, die größeren Teile, die ich mir nicht für über 200 Euro gekauft habe, die kriege ich hier aber auch nicht mehr unter und die stehen halt in einem anderen Raum und da hat man dann im Endeffekt eben auch nichts von. Also dahingehend würde ich sagen, ist das eine ganz gute Preisklasse, der Inhalt ist ganz okay, ein paar mehr Sachen wie eine gute Karte, vielleicht auch noch aus Stoff, hätte ich mir schon noch gewünscht. Ich denke, das macht sich ja auch hier ganz gut in der Sammlung. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier die Jack the Lions Ecke hingebaut und ich würde schon sagen, dass sich das sehen lassen kann. Und damit, ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Falls ihr selber in Jagged Alliance 3 unterwegs sein solltet, dann wünsche ich euch eine gute Reise oder viel Erfolg in Grand Chien. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.